Moin Moin Kardujana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Special Sau Action. Die gute alte Sau T10 in der japanischen Kreuzer spielen wir heute mal ein bisschen. Und lasst euch überraschen, was das Ding so kann. Was es auf jeden Fall ganz wunderbar kann, ist abfackeln und die Torpedos nutzen. Torpedos haben hier 12 Kilometer Reichweite, 24.000 Damage, macht Laune. Muss natürlich aber auch erstmal so dicht ran, jemand so dicht rankommen. Tarnwerttechnisch sind wir auch super aufgestellt. Ich habe die schweren HI-Granaten mit, dass unser Tarnwert um 10% hochgeht. Und wir haben trotzdem 11,4er Tarnwert. Muah, einfach nur geil. Aber die Sau verzeiht keine Salven. Wenn ihr mit der Sau unterwegs seid oder die überhaupt erspielen wollt, sie verzeiht gar nichts. Wenn hier eine Salve geflogen kommt und ihr steht halbwegs Breitseite, ist es nahezu zu, ich sag mal, 80 bis 90% eine Zitadelle bei dir. Gerade wenn hochkalibriges ankommt von den Schlachtschiffen und Co. Ja, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie du tot bist. Daher hier sehr vorsichtig spielen. Sehr, sehr vorsichtig. Wie du sagst, könnte mehr Reichweite der Hauptbatterie vertragen. Wäre ganz praktisch, ja. Mit Reichweitenmodul 18,8. Aber viel schöner wäre es ja eigentlich, wenn wir die Hauptbatterie-Nachladezeit mitnehmen könnten. Denn 13,7 ist natürlich ganz schön heftig. Naja, mal gucken. Man könnte theoretisch auch Nachladezeitmodul mitnehmen. Und dann immer mit den Reichweitenflieger halt arbeiten auf größerer Entfernung. Aber auf Dauer würde mich das nerven, wenn ich die ganze Zeit bloß 60 Kilometer Reichweite hätte. Das würde mich nerven, bin ich ehrlich. Sau, mein erster 10er. Hast du einen Kreuzer zuerst auf T10 gebracht? Echt? Wow. Meisten haben wir einen Schlachtschiff als erstes gehabt auf T10. Der Kase ist da, das ist schon mal gut. Hoffentlich haben wir die Kunming. Oh, Kunming und Yu Yang. Tiefen Torps. Wie viele tiefen Torps wollen sie haben? Wieso? Ja, alle. Nevsky eiert da lang. Geht der da drüben? Können sogar treffen von hier. Okay, der gut auf den Sack gekriegt. Richtig gut. Monty. So, jetzt nehme ich den Vorteil. Oh, was ist denn hier gerade aufgegangen? Ist ja interessant. Oh, Nachladezeit. Das nervt jetzt natürlich. Hier kommen gleich ganz viele Torps an. Hier kommen gleich richtig viele Torps an. Mit Döppel schön aufpassen. Am besten gleich rückwärts wegfahren. Hier kommen gleich Massen an Torps. Schön vorsichtig. Monty ist wieder offen, das ist gut. Wir haben die DD gerade noch getroffen, ne? Wirklich noch ein bisschen Schaden gemacht. Da kommen schon mal tiefen Torps an. Hydro, sei Dank, sind wir da ja halbwegs safe. Montana. Salve geht rein. Burn. Ja, brennt einfach nicht. 21% Abfallgeschenk. Jetzt Torps. Du Scheiße. Torpedos ahead of us. Aua. Der fackelt mich sofort ab. Willst du mich verarschen oder was? Aber natürlich, Nevsky. Direkt die erste Salve gleich abgefackelt. Oh, nicht mehr her. Gut. Geh ich mal hier hin wegen Hydro. Da werden noch mehr Torps kommen, genau damit sie die rechtzeitig sehen. Damit jetzt hier keine böse Überraschung passiert. Geile Salve, 7000 abgefackelt. Das ist Konki-Niveau. Conqueror-Niveau. Hi, Black Eye. Hier müssen wir gleich Black Eye. Hallöchen, Autsaurus. Oh Gott, die ganzen tiefen Torps. Ach du Scheiße. Eigentlich wollte ich hier helfen und nicht behindern. Eigentlich wollte ich helfen. Gitter, Gase. Der alte Hase. Wahnsinn. Incomparable dachte sich bloß, oh, eine Kunming und eine Yu Yang. Nee, Kunming und Z52. Pushen. It's time to push. Interessante Idee von ihm. Mich deucht, das hat nicht ganz so gut geklappt. Kann jetzt aber natürlich auch ein Trugschluss sein. Ich war es auch eine bombengeile Idee. Bombastisch geil. Gut, da ist er. Flop. Einfach mal hintorben. Immer noch spotte die ganze Zeit. Nevsky hat geschossen, Montana hat geschossen. Müssen wir jetzt aufpassen. Ah, Mr. CZ. Torps gehen alle daneben. Alter, trifft die Nevsky gut. Nevsky, du olle Sau. Das nervt. Turmdrehgeschwindigkeit ist leider totaler Müll hier bei der Sau. Typisch Japaner, würde man sagen. Ah, schon tot. Sauber. Und wir sind endlich unsichtbar.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und Ming da drüben. War ein wichtiger Kill. Yu Yang ist auch down. Sehr geil. 3 DDs schon weg. Gegner haben wieder schön die Wegschmeiß-DDs. Die All-In gehen und sich einfach sofort wegschmeißen in den Runden. Und Kunming ist auch down. Wahnsinn. Alle 4 DDs tot. Und der ganze Rest hat noch fast volles Leben da bei den Gegnern. Interessant. Interessante Runde. Gut, dass ich hier hinten jetzt rumfahre. Wirkt ganz leicht wie eine Abschlachtrunde. Ganz, ganz leicht. Ming hat mich fast rausgenommen. Ja, fast. Hallo, hast noch 12.500 Leben. Alles schick, alles schick. Trotzdem weiter konzentrieren. Nitan wird es verdammt gut, aber ja, eine Mischung aus keiner Reichweite und schlechten Überlebenswerten ist nicht das Beste. Leider war. Leider war. Saus und Schiffen, das bräuchte man ein bisschen Liebe. Mit ein bisschen Liebe, Wargaming, meinte ich nicht, dass wir U-Boot-Überwachung bekommen. Das ist zwar ganz schön zu haben, bringt mir aber nur was, wenn U-Boote halt dabei sind. Das meinte ich nicht damals mit mehr Liebe. Netter Versuch. Oh. Bitch. Nicht abgefackelt. Und stell dir vor, du hast 22% Abfackelchance, hast 33 Treffer und exakt einen Abfackler. Yeah. Nicht abgefackelt. Da kommt AP. Haben wir aber gesehen. Und er brennt. Jawolla. Geht doch. Jawolla, jawolla. Toll, das habe ich extra umgeladen. Er gibt Gas wie so ein Formel 1 Wagen. Hitsch. Und das wird wehtun. Oder auch nicht. Huhu, gerade noch so eingelenkt. Winkel hat gepasst. Konnte kaum Schaden machen. Laubbruch generell, Liebe. Ja. Wenn du nicht gerade Runden hast, wo 5 Schlachtschiffe auf beiden Seiten sind und vielleicht kein Flugzeugträger und du schillig die abfahren kannst, ist es schwierig mitzuhalten mit den anderen. Ist es wirklich schwierig mitzuhalten. Kann man leider nicht anders sagen. Die Torpedos sind nett, keine Frage, aber mehr als nett sind sie halt auch nicht. Situativ. Die müssen Sven den 20 Kilometer haben, damit die sinnvoll einsetzbar sind. Wer hat mich hier beschossen? Oh, Krauden offen. Krauden, Krauden. Da, die Olle Nevsky. Oh mein Gott, er hat mich mal nicht abgefackelt. Das gibt's ja gar nicht. Und Ditch haben wir. Nevsky hat mich mal nicht abgefackelt. Mein Gott. Was ich das noch erleben darf. Minotaur wir hier lang. Torpwinkel ist auch beschissen. Muss so extrem weit rum, um mit den Torps überhaupt agieren zu können. Hi, Mino. Schöner AP-Moment. Bums! Was auch immer der wollte. Nice Push. Very nice Push. Sorry, nie, aber mit 200. Haben wir hier 203 mm. Da brauchst du so nicht mit dem Mino um die Ecke gucken. Wir haben ein gutes High. Unsere AP ist aber auch nicht schlecht. 203 mm rotzt da so eine Mino mal nebenbei weg. Gerade wenn ich so aktiv um die Ecke gucken. Bestimmt Radar-Mino. Eine Durchschnitts-Radar-Mino, die man so kennt. Ich kaufe das in AP-Moment, damit sind wir schon fast bei 6 verpassten Breitzeit. Bla 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 bla. Heul doch. Ein AP-Moment, ein AP-Moment. Mein Gott, ich habe das Ding seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Lass mich erstmal wieder reinkommen. Mach mal ganz entspannt hier. Ich rumheule, dass ich keine Abfackler mache. Dann schieße ich auch keine AP, dann mache ich weiter Abfackler. Schieße ich High, also. Weißt schon, was ich meine. Sabbel, Sabbel, Sülz, Sabbel. Mal gucken, deutsche Genauigkeit. Komm, wir triggern's mal. Mal gucken, was passiert. Was die Pommern mir drücken kann. Und nicht abgefackelt. Das Tier eiert da auch noch rum. Sand. Oh nein, zurückgesetzt. Wie furchtbar. Ganz schlimm. Was mache ich nur? Down. Bom, bom, bom. Komm vor wie ein Scharfschütze hier in der Runde. Überall so ein bisschen leblos noch alles wegklatschen. Bitch. 4-8. Oh, 11 Skill von der Castilla. Der Montana-Salve. Nicht abgefackelt. Sehr geil. 12, 11, 10, 9. Warten wir mal kurz, dass wir zugehen.
Nachladezeit verkürzt. Geil. 3, 2, 1. Sehr schön. Und dann rum hier. Hallo. St. Vincent, St. Vincent. Jetzt ist es St. Vincent. Probieren wir es nochmal. Nevsky Duck ist hier da. Wäre ein schöner AP-Moment für die, aber so schnell werden die jetzt hier nicht raufballern können. Boing. Der 8. ist okay. Aber Abfaktor technisch gerade unterwältigen, muss ich sagen. 91 Treffer, 3 Abfuck. Ich meine, da war ein bisschen AP jetzt auch dabei, aber minimal bloß. Das ist gerade schon ein bisschen sehr enttäuschend. Bin ich von meiner Sau eigentlich anders. Eigentlich so ein Schiffchen, wo du gerne auch mal so einen Doppelbrand machst, Trippelbrand und so eine Scherze. Dass der Top nicht reicht, aber der reicht. Schön Black Eye, schön weggemacht. Ja gut, Abschlachtrunde. 3x Damage, 3x Nachladezeit, 3x Heilung. Also besser geht's mit den Buffs ja gar nicht. Ach, schon vorbei. GG. Nee. Krepprunde. Absoluter Krepp. Gegner wollten nicht. 4 DDs tut als erstes. Ich verstehe immer nicht, warum die denn nicht passiver spielen. Die merken, oh Gott, 2 DDs bei uns schon weg. Jetzt muss ich liefern. Und die immer alle Mitte rein und gib ihm und gib ihm. 1900 Grund-EP. War scheinbar doch gar nicht so kacke. Ich weiß nicht warum. Weiß ich warum? Nee, ich weiß nicht warum. Der Z haben wir nur 3,7 gedrückt. Warum? Wieso habe ich so viel Grund-EP? Was habe ich gemacht? Schaden durch Aufklärung. Oh, guck mal, ich habe 88.000 durch Aufklärung. Pommern, Montana, Nevsky, Rauden und Z52. Cap und Buffs. Ja, schon Buffs einsammeln. Oh, gut. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. War trotzdem recht lahm, die Runde. So, danke fürs Mitkommen. Der nächste ist dran. Andy, du bist dran. Meine Sau übrigens so ausgebaut. Wir haben verbesserte Hydro mit. Wir haben verbesserten Reichweitenflieger mit, damit es länger hält. Wir haben hier tatsächlich Antriebsmodifikationen drin, dass wir schneller Gas geben können, aber auch abbremsen können. Sehr praktisch. Steuergetriebe können wir alternativ mitnehmen. Ich komme hiermit aber ganz gut klar. Weil du da einfach auch mal mit der Geschwindigkeit ein bisschen regulieren kannst, langsamer werden kannst. Und wenn einer auf dich schießt, gibst du Vollgas. Du schießt halt 50% schneller los. Und das ist halt eine Ansage, ne? Tarnungsmodul ist klar. Reichweite hier erhöht. Empfohlen wird Hauptbatterie-Modifikation. Ist aber damit anstrengend zu spielen. Das legendäre Modul gibt es ja auch noch. Da hast du Feuerreichweite der Hauptbatterie plus 8%. Streuung geht noch runter. Da braucht man nicht unbedingt, weil die Streuung, ehrlich gesagt, gefühlt hast du gar keine. Du triffst schon eh so gut. Fühle ich nicht hier. Fühle ich überhaupt nicht. Ne? Also da wäre das jetzt hier gewesen. Reichweite erhöhen plus Nachladezeit erhöhen. Alles so ein bisschen. Ehrlich gesagt, okay. Aber brauche ich nicht. Ich fahre eine Lecksau. Kannst du ja Black Eye. Aber die maximale Streuung minus 7% fühle ich nicht. Dann nehme ich lieber den 16% mehr Reichweite mit, dass ich dauerhaft halt die Gegner gut treffen kann. So, und mein Kaisuke ist so geskillt. Damit bin ich unterwegs. Abfackelchance erhöht, habt ihr ja gerade gesehen, wie gut es funktioniert hat. Schwere HE-Granaten noch mit. Bedenkt aber, da gibt es einen Malus mit der Erkennbarkeit, sprich mit dem Tarnwert. Und sonst ist selbsterklärend nichts Besonderes dabei, weil da geht's. Torpedos konnten wir in der Runde gar nicht einsetzen. Ihr habt auch gesehen, der Torpwinkel ging nach hinten weg. Das heißt, wir müssten eigentlich mitten Arsch zum Gegner, während wir kiten die Torps. Wir bräuchten jemanden, der uns verfolgt, damit wir mit den Torps ordentlich arbeiten können. Oder wir nutzen unseren Tarnwert. Wir haben 11,4 Kilometer aktuell. Torpedos haben 12 Kilometer Reichweite. Wir haben 600 Meter Spielraum, ohne aufzugehen. Theoretisch, wenn wir schwere HI-Granaten nicht mit haben, haben wir sogar über 1,5 Kilometer knapp. Kann man machen, muss man nicht. Versteift euch nicht auf die Torpedos. Auch wenn ihr gerade gegen irgendjemanden kämpft, im Nahkampf oder sonst wo. Versteift euch nicht auf die Torpedos. Ich sehe das so oft. So, mit der Sau, statt zu schießen, ziehe ich jetzt voll rum. Sag ich volle Breitseite, die Tops sind da hinten irgendwo, ziehe ewig rum, die Türme kommen gar nicht hinterher zum Schießen. Flop, flop, flop. Dein Gegenüber, der macht einmal so ausgewichen und rotzt sich nebenbei weg, wo du halt Breitseite zeigst. Liebe die Sau, let it burn. Ja, aber wirklich, let it mal burn hier. Sehr schick aus. Kufus, Kufus, Yamato, Yamato. Hier fehlt eine Montana. Das sieht ja schick aus. Ach, 2 U-Boote. Aber wir haben U-Boot-Überwachung. Wieder Wettrüsten? Nee. Standardgefecht. Ohne Vermont dabei, da kann man nur gewinnen. Meinst du? Na, denn mal los. Hat eine Vermont dabei? Ach, hier. Hat mir Töbels in der Vermont. Stimmt. Bungo, Vermont, Sau. Geil. Let's do this. 17,5 reichen mir an Reichweite. Das Einzige, was ich an, zum Beispiel an der Sau nicht mag, sind die Torpwinkel, die nach hinten gehen, wie bei der Mogami. Ja, das ist ätzend. So viele Schiffe jetzt, weiß ich, können die knapp nach vorne schon rauskloppen und wir eiern hier mit so einem blöden Torpwinkel noch rum.
Geht gar nicht. Wenn du hinten bei der Insel rückwärts irgendwo rausfährst, um zu torben, okay. Aber oder du stehst mit dem Arsch eh schon zum Gegner. Wenn jetzt vor mir einer ist und ich gehe hier auf und ziehe rum, nur um die Torb zu nutzen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich draufgehe, ist so hoch. Yamato T10, größte Kaliber, oder? Nein, hat die Shikishima. Shikishima hat 510 mm. Yamato hat nur 460 mm. Das ist ein Unterschied. Aber rein von den Möglichkeiten her ist es bei der Yamato und Shikishima gleich. Schöne Zeit, dass du mit denen frontal durch die Nase fast überall durchballern kannst. Das ist das Schöne. Ahoi, Krado. Ahoi. Los geht's. Dü. Preußen hier drüben. Halland ist da. Wird es daneben? Ach, die Gato. Dazu natürlich besser noch ein Turm mehr. Wir sprachen von T10. Satsumas nicht T10. Klato, Satsumas T11. Oder Superschiff-Status. Eigentlich ja gar keine Stufe. Eigentlich ja was ganz Besonderes. Aber ja. Ich muss aber sagen, ich spiele die Shikishima glatt lieber als die Satsuma. Shikishima hat eine sehr kurze Nachladezeit und Genauigkeit ist einfach on point. Du hast zwar weniger Granaten in der Luft, keine Frage. Aber gefühlt kommt mehr an. Die Satsuma ist da eher eine olle Bitch, die doch gerne mal ein bisschen rumeiert. Und die Hauptbatterie. Warum bin ich hier? Form die Idee? Was mache ich hier falsch? Irgendwas mache ich hier falsch, glaube ich. Will nicht Form die Idee sein? Wer will denn Form die Idee sein? Garant dafür, gleich drauf zu gehen. Jupp. Yamato. So, erste Brand oben. Pass mal auf gleich. Oh Gott, da kommt die andere Yamato auch noch. Ist ja eklig hier. Sound ist aber der Hit. Das stimmt wohl. Ist ja gleich Abfackler. 7-mal nicht durchschlagen. Aha. Ist klar. Ist klar, Spiel. Ist klar. So, solange der Reichweitenflieger noch da ist, können wir hier erstmal geschillt ein bisschen weiter hinten bleiben. Yamato ballert los. Ich bleib einfach stehen, dreh ein. Hoffen wir mal, dass der nicht zu gut trifft. Wieder nicht abgefackelt. Soll heute nicht sein mit den Abfacklern, glaube ich. Auch gar keinen Schaden gemacht eben, ne? Nö. Abgeprallt. Schön mittig rein und er brennt wieder nicht. 10 Treffer, kein Abfackler. Sage mal, Spiel. Du. Wer beschießt mich hier? Da beschießt mich was. SAP, Sherman in der Runde. Wieder nicht abgefackelt. So langsam. Ja, Sherman in der Runde. Sherman ist hier hinter uns. Was will der von mir, verdammt nochmal? Kommt er aus der Richtung, Torps? Abgefackelt, sauber. Er hat uns das U-Boot schon umfahren, ist das U-Boot schon unter uns durch? Der wird gerade von hinten schon getorbt. Die Runde läuft 3 Minuten. What the fuck? Okay. Der ganz normale Wahnsinn. Doch, schliefen so gut wie im Arsch. Was hältst eigentlich von der Iwami? Ja, ist ein Sniper. Ist okay. Mehr aber nicht. Ist okay. Hat seine Momente, aber mehr auch nicht. Muss ich leider so sagen. Torpedos sind, kannst du komplett vergessen, ob du die nur einsetzt oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, mit denen irgendwas zu treffen, ist so gering. Haben wir noch U-Boot-Torps, ne, die von da oben schon kamen? Wird sehr verwirrt. Unser U-Boot ist down, unser Schliefen ist auch gleich down. Yeah! Alan, auch gerade lustig runtergeballert. Alan greift an, warum auch immer. Alan, du machst das schon. Einfach nicht sterben, Alan. Einfach nicht sterben. Monty. Na, wäre schön, wenn die Yamato drauf geht. Brauchen unbedingt langsam einen Kill. 3 Leute schon verloren. Knapp 4,5 Minuten. Autsch. Montana habe ich nicht getroffen? Montana nicht mal getroffen gehabt mit meiner Salve. What? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt nicht richtig? Bam. Die Torps kamen von hier oben schon irgendwo, ne? Warte mal, wie viel Reichweite habe ich? Ich habe 7 Kilometer. Die Ubla, irgendwas ist da und eine Ubla müsste hier sein. Ist aber nicht hier. Kurios. Ich schwören könnte, dass ich die Torps gesehen habe, dass sie von hier gekommen sind. Ich meine, er kann natürlich jetzt auch aufgedeckt sein. Ich bin ja auch spotted hier auf L4. Dürfen wir nicht vergessen. Das wird gerade der Hauptgrund sein.
Irgendwie kommt da eine ganze Menge geflogen. Bäh. Gut, U-Boot-Überwachung bringt nur was, wenn die abgetaucht sind. Und da er nicht abgetaucht ist, hat er mir jetzt natürlich gar nichts gebracht. Wir haben nicht mal einen Einheitspunkt, wo der ist. Gar nichts. Der steht einfach jetzt neben uns und macht uns die ganze Zeit auf. Yeah. Spaß pur. Spaß pur, Spaß pur. Verdammt. Ich hab gleich schon wieder 100 Treffer und nur 2 Abfuck. Da würde ich mich verarschen. Da kommen die Torps. Da vorne ist er. Ne, das sind die Jäger-Torps. Long. Long. Okay. 2 DDs hier und ein U-Boot. Und die Gegner werden nicht gespottet. Cool. Macht Spaß. Das Yamato. Ach Gott, Yamato ist ja auch noch. Ach du Scheiße. Und die schießen beide genau gleich. Alle so Einzeltürme bloß. Interessant. Das ist auffällig. Die meisten bei Schlachtschiffen schießen immer komplett die ganze Salve raus. So wie ich eigentlich auch immer. Das sieht man nicht oft, dass Leute so Einzelfeuer machen. Vor allem nicht gleich bei 2 nebeneinander. Und ich sehe wieder nichts. Ich krieg's kotzen. Was ist das hier für eine Runde? Anstrengend, anstrengend. Flop, flop, flop. Und flop, flop, flop. Was ist das hier für eine Müllrunde? Da ist das olle U-Boot. Guckst du dir an, Alter. Der hängt da oben schon. Krass. Er hat uns nach 3 Minuten war der schon an uns vorbei. Torpedos behind. U-Boote, absolut balance. Zerstörer können das doch genauso. Wo ist das Problem? Unser Schliefen wurde ja von hinten schon angegriffen, obwohl die Runde gerade erst angefangen hat. Torpedos right behind us. Verrückt, verrückt, verrückt. Ich habe das Gefühl, ich soll hier nichts abfackeln. Soll hier einfach nichts abfackeln. Sorry, Yamato. So nicht. Was schießen wir erstmal auf den da? Lop. Ta. Oh, das ist interessant. Da wollte ich ja nicht mehr eindrehen, großartig. Man kann trotzdem gut wehtun, keine Frage. Brennt hier auch mal irgendwas? Geht doch. U4590 Kleber unter Wasser. Ja, ist lächerlich. Einfach lächerlich. Unter Wasser, da war 40 Knoten. Einfach eine Frechheit. Das ist so richtig. Die U45 ist so ein richtiger Schlag in die Community-Fresse gewesen, damit Anlauf. Ihr mögt schon die normalen U-Boote nicht. Hier kriegt ihr die Kleber unter Wasser. Viel Spaß. So müsst ihr euch das vorstellen. Bisschen Angst vor der Montana da von der Seite. Brennt der Abfackler noch? Nö. Und die ist offen. Yamato will ich jetzt erstmal hier ein bisschen runterspielen. Ich versuch's zumindest. Echte Flanke sieht auch gar nicht gut aus. Bei uns wird auch schon gekappt. Ich will ja nichts sagen hier, aber uns fehlt hier irgendwie an Feuerpower. Na Düppels, lauf doch. Na Düppels geht voll all in. Endlich mal abgefackelt. Nein, und er ist down. Schade. Down ist er, down. Also Halland ist nur mit dem U-Boot unbeschäftigt und er findet ihn einfach nicht. Unser U-Boot ist schon längst tot. Yeah, spiel Spaß. Na, treffen die Torps? Leider nicht, schade. Okay, abgefackelt, sauber. Den dürfte er jetzt mal nicht löschen können, hoffe ich zumindest. Und wieder Delle. Boing. Böse getroffen. Jet-Taste. Lup. Bam, 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 bam. Der brennt und der brennt. Bin auch die zieht denn als BB ganz schön flott, die 40 Knoten. Ist sie so schnell, echt? Bei Ruprecht halte ich immer ständig daneben, wenn Ruprecht in der Runde ist. Da halte ich nicht annähernd weit genug vor. Das hatte ich so oft in letzter Zeit. Lup. Da ist das Kackding. Guck mal, wen wir da haben. So, und ob ich die Scheiße da nur reinwerf oder nicht, der fährt doch da eh jetzt einfach weg. Bis zum nächsten, wo das U-Boot mal ist. U-Boot-Überwachung gezündet. Sehr praktisch. Sehr toll, dass wir das gekriegt haben. Aber so ein Brotkrumm, den wir gekriegt haben gegen die U-Boote. So ein ganz kleiner. Kommt auch seine Rache jetzt gleich an bei mir hier. Aua! Ach, scheiße, die Dinger sind ja schon im Wasser. Einer. So. Dann mache ich das jetzt. Oh, ich bin tot.
Das ist das Problem mit den U-Booten. Ein gut gespieltes U-Boot bei den Gegnern. Und dein Team hat keine Chance, irgendwas zu machen. Ich bin jetzt nur damit beschäftigt, diesen scheiß Torps auszuweichen und zeige ständig Breitseite zu allen Schlachtschiffen hier. Genau das ist das Problem mit den U-Booten. Du hast keine Möglichkeit. Ich habe Hydro an, ich habe U-Boot-Überwachung. Was bringt's mir? Ich habe einen verpiepten Bereichsschaden bei ihm gemacht. Hammer! Dem habe ich gegeben, dem U-Boot. Der weiß gar nicht mehr, was er machen soll jetzt die Runde. Kommst nicht mehr hinterher. Nö, kommst auch nicht. Der taucht ab, lenkt kurz ein und ich bin dort. Glück gehabt. Kann gerade nicht anders fahren. Ich muss so fahren. Bitch. Der Matus down. Oh, Gott sei Dank. Wofür schießt auch schon von der Seite? In einer halben Minute kann ich das U-Boot theoretisch... Und ich wurde wieder getroffen. Da in dem Winkel ist er. Da. Irgendwo da. Schnell mal eindrehen. Nicht abfackeln. Glück gehabt. Da kommen die Torps. Nur deswegen muss ich eindrehen. Monty hat nicht auf mich geschossen. Wie weit ist das weg? Ist zu weit weg. Treffe ihn mit der U-Boot-Überwachung nicht mehr. Und der scheiß Ping hat schon wieder getroffen. Super. Ja, kann ich jetzt bloß nicht mehr wegmachen. Eine U-Boot ist so ein Genickbruch hier. Das geht überhaupt nicht. Wir können nichts machen. Schlimmer als jeder DD. Die kannst du an Karten rantreiben. Sie juckt ihn einfach gar nicht. Zerstörer, den hast du halt irgendwann mal. Irgendwann bist du mal dran. Irgendwann hast du mal die Möglichkeit, ihn auch zu erwischen. Aber nicht hier gegen U-Boote. Boing. Ich weiß gar keinen Ziel, das hier heute. Was los? Was ist los? Was ist los? Oh, und Zitadelle. Und Zitadelle. Wieder nicht. Die drücken. Der war vorher schon offen. Doppelbrand, schön. Bisschen spät mit dem Doppelbrand. Bisschen sehr spät. Ja, wir kommen nicht mal an mit dem Scheiß. Ich kill bestimmt unsere Benzin da gleich noch. Abgefackelt. Und ich bin down. GG! Eigentlich müssen alle Zerstörer U-Boot-Überwachung kriegen. Absolut bin ich dafür. Bin ich sofort dafür. Da kann so ein Schwachsinn hier nämlich gar nicht passieren. Da taucht er innerhalb der ersten 3 Minuten hier durch und unsere Schliefen, die da war, greift er von der Seite schon an. Ist doch völlig bekloppt. Das ist doch völlig bekloppt. Und er ist genau in der Lücke drin. Oh, kein Glück mit den Torps. Schade. Hat schön Damage gemacht. 163.000, ein Tick geht vielleicht noch durch. Schönes, wenn man als Schiff schießt, ist man mindestens 20 Sekunden offen. Wenn der Sub pinkt, sieht man circa 4 Sekunden, wo es so etwa ist. Ja, und wenn der Sub mal kurz aufgeht, taucht er innerhalb von 3 Sekunden ab und den Christen siehst du auch nicht mehr. Das ist halt das Dumme. Ja gut, Team hat's versucht. Da ist unser U-Boot, 153 Grund-EP, da ist das feindliche 1800. Abschlachtrunde. War eine reine U-Boot-Runde hier. Das hat das feindliche U-Boot entschieden. Nichts anderes. Andi, danke fürs Mitkommen. Auch wenn die Runde scheiße war. Pyromane, du bist dran. Andi drückt gut die Sau. Auch wenn die Abfackler mir ehrlich gesagt viel zu wenig waren. Am Ende das mit dem Doppelabfackler. Da war irgendwie konstant eben gerade. Jede Salve hat irgendwie einen Abfackler gemacht. Warum auch immer am Anfang nicht. Warum auch immer am Anfang nicht. Geht auch T9? Nein, das geht heute nicht. Das tut mir nerv. Boah, ich kann auch mit T9 mitkommen. Das juckt nicht wirklich. Dass die 9 Kreuzer ja auch genervt werden, wurden im Test ohne Ende, weil sie die Effektivität gegen U-Boote waren. Zu effektiv waren, glaube ich. Ich will nicht, dass irgendeinzelne Schiffe gut sind gegen U-Boote. Ich will, dass alle gut sind gegen U-Boote. Ich will, dass mindestens alle so gut sind wie gegen Zerstörer. Zerstörer mache ich auf, wenn ich sie sehe. Dann bleiben sie offen. U-Boote können also abtauchen. Das heißt, wenn ein U-Boot in meiner Reichweite ist, ich ihn aufdecke, auf 5,4, 5,3 dran bin und ich sehe ihn und er abtaucht, will ich ihn weiterhin sehen. Das heißt, ich will eine Hydro-U-Boot-Überwachung oder sonst was haben, die immer aktiv ist, solange er in diesem Umkreis ist. Fertig. Mehr will ich gar nicht. Schon hast du keine Probleme mehr mit den U-Booten. Die müssen endlich mal so spielen, wie man spielen soll. Die haben nicht ohne Grund 10 bis 12 Kilometer Reichweite alle. Die sollen nicht spielen auf 5, 6 Kilometer. Nur Noobs in U-Boot, der oder gute Spieler. Schlechten habe ich in meinem Team immer. Ich würde sagen, wir eigentlich auch, aber wir hatten vorhin einen guten U-Boot-Spieler, der bei uns durchgezogen hat. Glaubst du, dass irgendwann die japanische Tech unbulted kommt? Was? Was denn unbulted? Was unbulted? Hast du dich verschrieben oder ist das ein Wort? Was ist unbulted? Uns das U-Boot hat ohne Ping gearbeitet. Hm, noch geiler. Ja, aber ihr müsst doch einfach bloß gucken, wo der Ping kommt. Arbeiten so ohne Ping? Ja, dann habt ihr gar keine Chance. Unknown. Hm? Punch-Tech-Unknown kommen?
U-Boote. Japanische Tech-U-Boote kommen. Ach, das soll U-Boote heißen. Lol. Warum nicht? Aktuell, glaube ich, haben sie es mitgekriegt, dass die Community absolut dagegen ist, dass überhaupt mit U-Booten noch irgendwas gemacht wird. Weil wir haben schon ewig nichts mehr außer. Warum haben die einen Zerstörer und wir nicht? What? Was ist denn hier nicht richtig? Matchmaker wieder so, weißt du, vor der Runde. Gluck, 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 gluck. Hackt's oder was? Geht doch direkt runter. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, cool. Das ist ja fair. Oh, hey, wir haben den Michelangelo. Cool. Das ist ja fair. Toll. Mal B probieren. Wir haben einen guten Tarnwert. L4. Ich frage, ob irgendeiner reinfährt. Berühmte letzte Worte. Soll ich mal probieren? Ich meine, schlecht wäre es nicht, ne? Kann er bloß rückwärts reinfahren und theoretisch gleich Gas geben, denn... Und alle Helldivers 2 spielen, deshalb spinnt Matchmaker. Ja, wollen wir morgen oder übermorgen auch mal anzocken. Vielleicht schön, ich habe Hand erstmal jetzt an den Haken gehangen. Oh, scheiße. Okay, ich bin tot. Viel schlimmer. Oh Gott, viel schlimmer hätte es ja gar nicht kommen können. Ich bin sowas von tot. Genau in dem Moment, wo ich spotted bin. Okay. Riesenproblem, Riesenproblem. Meine Tops sind noch nicht mehr ready. Oh, ich bin so tot, ich bin so tot. Oh, ich bin tot. Preußen da, Neppel ist hier. AP da, aua. Oh, ich bin tot, oh, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Wenn ich hier nicht rumkomme, bin ich tot. Ich bin unsichtbar, ich bin doch nicht tot. Ach, du Scheiße. Okay, da hat irgendwas noch einen besseren Tarnwert gehabt als ich. 3 Cap-Möglichkeiten, wo der DD sein kann. Und da, wo ich versuche reinzufahren, ist natürlich der DD. Wie viel Pech willst du haben? Gerade so, ja, gib mir alles. Okay, lebt noch, lebt noch. Eigentlich hätte ich tot sein müssen. Hätten die... Ach, du Scheiße. Hier ist ja eine Stalingrad genau neben mir. Boah, ganz schnell weg hier. Stirling, Stirling, Stirlingrad. Ich wollte ja da was machen bei B. Aber jemand stahl mich gerade. Bom, bom, bom. Stirling, Tanner. Guckt ihr mich auch? Der guckt mich auch an. Team. Ich alleine? Gibt's denn sonst noch irgendwen, der mitspielt? Hallo, Team. Irgendeiner Bock hier, was zu machen? Wie schießen die alle so scheiße? Gott, oh Gott, oh Gott. Bitch, 4-9. Ich will ihn abfackeln, Mann. Geh doch. Dankeschön. Und ich gehe wieder zu, ich gehe wieder zu, ich gehe wieder zu, ich gehe nicht mehr zu, ich gehe nicht mehr zu. Irgendwie hat die Preußen jetzt auch hergeschossen. Irgendwie hat der auch Scheiße vorgehalten. Irgendwie halten die alle Scheiße vor. Abgefackelt, sauber. Nicht mehr die Takahashi ist gestorben hier. Ein bisschen traurig. Da kommt eine ganze Menge Torps. Takahashi hat losgetorbt. Er ist der Abfackelmann. Der kommt mit Abfackeln an. Mit Fackeln an, denn bitte. Er ist der Abfackelmann. Er kommt mit seinen Fackeln an. Nee, ich schieß noch nicht. Preußen tickt sogar noch. Scheiß auf die Sau jetzt. Lass mal die Dicken hier verprügeln. Och, der geht zu. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er zugeht. Nächstes Mal nicht durchschlagen, das ist doof. Er geht wieder auf. Ich muss mal kurz gucken, wie das reinkloppt. Mit AP auf die Aufbauten jetzt rotze. Bisschen weit rumgezogen gerade. Eigentlich hat er nicht auf mich geschossen. Boing. Mo? Nicht schlecht. Knappe 7000. Aber. Pass mal auf jetzt hier. Wirklich toll, dass jetzt ein Dreifachbrand wird. Pass mal auf, pass mal auf. 1, 2, 3. Nichts. Cool. Oh, die Monty-Salve. Kratos tot. Ah, lebt noch, lebt noch. Gott, Alter, eigentlich schießen die so viel daneben hier. Zum Glück, zum Glück. Schießen die so viel daneben. Oh, 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 oh. Wieder eindrehen. Autsch. Das war Stalingrad. Das tat weh. Stalingrad ist unfair. Stalingrad ist unfair. Bom, bom, bom.
mal langsam eindrehen hier. Aua, aua, aua. Ja, nicht abgefackelt. 4 Treffer. Eigentlich ist das nicht so schwer mit dem Abfackeln. Eigentlich nicht. Aber hier soll es irgendwie nicht sein. Der gibt natürlich jetzt Gas. Pümchen, dreht mal. Was wir mal machen könnten von Wargamings Sicht, die Turmdrehgeschwindigkeit einfach mal verdoppeln. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir so lahmarschig drehende Türme haben. Wirklich gar keinen. Mir fällt überhaupt keiner ein. Sorgt bloß dafür, dass wir mit noch weniger mit den Torpedos arbeiten können. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Die Salve kommt gut. Oh, da hat er gut vorgehalten. Da hat er gut vorgehalten. Er trifft. Au! Wie doll. Aua, aua, aua. Das hat er gut gemacht. Lupp. Autschi, bauchi, autschi, bauchi. Langsamer werden einlenken. Er hat sich langsam daran gewöhnt, wie ich hier mal ausweiche. Weiche immer gleich aus. Bleib stehen und lenk links ein. Mach ich die ganze Zeit. So langsam sieht er das voraus, wie ich denn da stehen bleibe. Das bricht mir hier gerade das Genick. Aber jetzt sind wir unsichtbar. Na, Preußen, brennst du endlich vernünftig? So muss das sein. Hallo? Wir haben nicht einen Cap. Geiles Team. Geiles Team, geiles Team. Traut sich keiner auch nur in die Nähe vom Cap zu fahren. Gott, Gott, ey. Jetzt müssen wir killen ohne Ende. Wir brauchen jetzt locker 5-6 Kills, ohne dass einer stirbt. Und dann müssen wir noch 2 Caps wechseln holen. Warte, wie war das mit Hand an den Nagel gehängt? Ja, haben wir erstmal einen Nagel gehängt. Haben wir aktuell keinen Bock mehr drauf. Event hat heute angefangen. Wir haben gegen Trios gespielt und in 4 Runden hatten wir 3 Mann Solo, der uns platt gemacht hat. 5er Solo mit 2er KD aufwärts und so eine Scherze. Und eine Runde, da wurden vom Duo platt gemacht, weil wir doof reingelaufen sind. Wir hatten, nee, das war uns zu blöd heute. Waren nur Gegner da, die gefühlt mit 1,5 bis 2,5 KD rumgelaufen sind und sonst was für Scherze. Die nichts, wirklich gar nichts auf unserem Niveau zu suchen haben. Die haben sich alle schön vors Update nochmal schön runtergesmurft, dass sie jetzt alle auf 2-3 Sterne die ganzen Normalo-Spieler abfarmen können. Da haben wir keinen Bock zu. Schön, dass sie einen neuen Paypasta hinzugefügt haben, aber sie hätten mal balance-technisch vielleicht mal ein bisschen den Leuten unter der Arme greifen sollen. Meine Briten fackeln gar nicht ab, glaube, hab auch nur AP, also kommt drauf an, welches. Er meint die schweren Briten, du. Die schweren Briten können sehr gut abfackeln. Sehr, sehr gut sogar. Takahashi down, das ist schön. Wir sind trotzdem langsam im Cap. Versuch's nochmal bei C hier, aber Napoli steht da eventuell immer noch. Move in caps or lose. Geht nicht anders, die müssen da reinfahren. Die können ja weiter kämpfen, also sie müssen reinfahren. Sonst haben wir gleich automatisch verloren. Versuchen wir B einfach zu blockieren. Tromp war unten, der ist da. 250 zu 800, das wird so schon jetzt hier extrem schwer noch zu gewinnen. Die fahren einfach nicht rein, der Shikishima und Monty. Sie fahren nicht rein, sie fahren bloß rückwärts weg. Da kommen noch Tops von der Takahashi. Ich meine, die Gegner haben ja auch da in Neapolis, da in Napoli, da in Stalingrad. Die stehen aber auch alle geil. Du kannst ja hier auch fast überhaupt nichts machen. Beides durch, keine Chance auf Sieg. Ja, so fühlt sich's auch an. Jetzt fährt der ja auch noch rein, als ob der gehört hat, dass ich jetzt hier nach vorne will. Oh. Neapolis down, sehr schön. Und L4 gehe ich auf. Irgendwas anderes hat mich aufgemacht, nicht die Napoli. Der hat mich jetzt noch irgendwas anderes aufgemacht. Scheiße. Hier muss noch irgendwas dran sein, wenn nicht sogar die Tromp wieder hochgefahren ist. Das, oh, 1200, was denn? Was war das denn für eine Salve? Na geil. Jetzt werde ich hier von der Sekundären von ihm auseinandergenommen. Was ein Trauerspiel. Nicht so viel. Dankeschön. Hauptbatterie hat gut geliefert bei der Napoli. Hat exakt nicht mal getroffen. Hallo? Jetzt aber mal ganz schnell. Oh, die Stalingrad ist hier immer noch da. Schei! Und der hat auch verkackt. Okay. Was war das denn? Oh, oh. Treffen nicht. Turm kaputt gemacht. Das ist ätzend. Hops können wir nicht nutzen. Er brennt natürlich nicht. So, wir sind jetzt wenigstens mal drin im B.
Jetzt wird wegs mein Cap blockiert. Ikita Kami hängt hier. Ah, guck mal einer an. Vielleicht gewusst, dass die eine haben. Oh oh. Torpedos to the left. Okay, ich kann blockieren. Hey, Monty und Dings sind gestorben da bei A. Sehr gut. Toll. Was eine bescheuerte Runde. Was ein Schwachsinn. Kann hier nirgends mehr rumgucken. Ich kann gar nichts mehr machen. Wenn jetzt hier schillig B cappen, hoffen, dass die Torps dann irgendwo reinkloppen, was ja unwahrscheinlich ist, weil die anderen gerade von da kommen. Yamato brauchen wir nicht pushen. Der wartet bloß, dass irgendwas aufgeht. Alter, was ein Trauerspiel. Da hast du mal eine Runde ohne DDs. Gut, die hatten einen DD, eine Tromp, die ist jetzt nicht so gefährlich. Und die Leute spielen wie die letzten, ich weiß nicht was. Na, Stalingrad kommt da jetzt rum. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Lässt mich hier nicht durchcappen und ich komme mit der Türme nicht mehr rum. Guckt der her? Nee, oh, der guckt gar nicht her. Ach Gott. Schon verloren. Tür gemacht hat mein Tüppel. Zwecks noch einen gekillt. Coole Runde. Total coole Runde. Chancenlos. Alle viel zu passiv. Keiner sich reingetraut in den Cap. Wahnsinn. Gegner super gespielt. Der kam ja nicht mehr wahrgenommen, aber der scheint ja alle weggetoppt zu haben. Stalingrad, Napoli, die standen so perfekt. Die Annapolis auch die ganze Mitte abgesichert. A, B, C, egal wie du reinfährst, die konnten auf alles ballern. Gefühlt bei unseren Leuten, dass wir überhaupt nichts mitgekriegt, dass wir überhaupt da waren. Yeah! Au! Was ein Unfall. Pyro, danke fürs Mitkommen. Was eine Schmutzrunde. Marc-André, du bist dran. Lick. Schade, schade, schade. Hatte heute einen mit einer 5er-KD. Puh, ganz normal. Hatte ich heute auch in den Seelenüberlebensmodus in der einen Runde. Da hat auch einer eine 3-8er-KD oder so gehabt. Aber mit weiß ich wie viel Millionen Kopfgeld schon. Da gibt's Monster in dem Spiel. Bei Hand Showdown gibt's absolute Monster. Ich kann bloß nicht mehr wahrnehmen, ob das noch normale Spieler sind oder ob das irgendwelche Leute sind, die nur Aimbot und sonst was alles anhaben. Wir haben da heute gegen jemanden gespielt, der durch jeden Schlitz, sobald du auch bloß, du hast da bloß hingeaimt, der kam reingelaufen in die Ecke, du hast auf ihn geschossen, ihn verfehlt, hast sofort umgedreht, bist weggerannt. Und beim Wegrennen hat er dir durch die Wand hindurch, bam, noch in den Rücken geschossen. Obwohl er dich nicht mehr sehen konnte. Er hat einfach, da war eine Wand vor. Völlig verrückt. Völlig verrückt. Der musste ja exakt sehen oder gefühlt oder gehört haben, wie der Schuss in seine Richtung flog, in welchen Winkel und hat exakt dahin geschossen, wo der Schuss herkam. Das soll angeblich normaler Spieler der noch sein. Kann ich nicht ganz. Der hat dich gerochen. Ja, ja, kann ich den nicht mehr ganz nachvollziehen. Es ist das Problem bei Call of Duty, bei Battlefield, bei PUBG, bei Fortnite und natürlich auch bei Hunt Showdown, alles so eine Shooter. Gibt's unglaublich viele Cheater. Das ist leider das Problem. Manche haben ja bloß leicht eingestellte Cheats. Hier bei Warships bleibt uns der Scheiß zum Glück erspart. Es gab mal vor Jahren, gab es mal so eine Vorhalte-Dings, da gab es mal ein Video zu, ich glaube, das existiert sogar noch. Da hast du so Punkte vor dir gehabt, wo du hinhalten musst, so ein Aimbot so gesehen für WoFs. Aber hier ist das Problem, da die Granatfluggeschwindigkeit, die Granatzeit, die immer noch da ist, sobald du einmal eindrehst, hilft dir kein Aimbot hier mehr, ne? Überhaupt nicht mehr. Magic-Spieler. Ja, ja, Magic-Fingers hatten die. Was immer so ein Team lässt sich zurückdringen und verliert in Folge. Ja, ja. Die haben sich nicht getraut gerade. Die haben sich alle nicht getraut. Oh. Ey, wir müssen uns mal aufsplitten, Marc. Marc-André, wir können nicht alle jetzt auf die Flanke hier fahren. Magst du mal bei A mithelfen? Ich glaube, da kannst du besser agieren mit der Hindenburg. Sonst sind wir hier gleich drei Kreuzer, TC, und die haben überhaupt keinen Kreuzer mehr bei A. Richelieu und Zieten hauen auch ab. Ja, wir müssen allgemein drüben verstärken. Wir können beide umdrehen. Ach du Scheiße. Die beiden Achter sind da drüben. Gott. Drehen wir mal um. Gar keine Hexenwurfs? Nicht, dass ich wüsste. Wäre mir neu. Gibt bestimmt irgendwelche Modifikationen, die auch ein bisschen zu sehr eingreifen. Mein Navigator-Mod ist ja nichts anderes mit der Winkelanzeige. Wann lohnt es sich noch, Wasserlinie zu schießen, wann nicht? Da gibt bestimmt auch noch irgendwelche anderen Mods, die dir exakt anzeigen, wo du die Schwachstellen aller Schiffe und Co. Könnt ihr mir vorstellen. Gab's bei WoT damals auch. Konntest du runterladen, das war sogar in den Modpacks war das immer hinterlegt. Dann hast du bei jedem Panzer exakt gesehen, farblich hinterlegt, wo du durchkommen könntest, wo die Schwachstellen sind. War super zum Üben, war auch super zum Lernen. Aber es war halt super unfair gegenüber anderen, die damit nicht gespielt haben. Bam, 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 bam.
Everyone is driving away from right flank. That will be our loss. Hier Stats den Dreh um. Stats ist die Zieten. Everybody, what? Er fährt doch selber weg. Er fährt doch weg. Hä? Was laberst? Was laberst? Why are you running? Why are you running? Nicht mal getroffen. Gute Salve, Caro. Gute Salve. Au! Okay, das habe ich gerade nicht mehr erwartet. Bauchi Bauchi. Abgefackelt, sauber. Why are you running? Why are you running? Ich meine, hier ist ja auch nichts, wenn man tanken würde. Oh, Regie hat auch schon richtig gefressen. Mecklenburg. OP-Freak hat mal richtig OP auf den Sack gekriegt. Und ballert mich hier gleich noch aus dem Leben. Ne, trifft nicht. Sehr gut. Reichweitenflieger noch eine Minute da. Stalingrad können wir ärgern. Einfach mal raufschießen. Vielleicht kriegen wir einen Abfuck dahin. Minnesota noch lustig am Brennen. Das ist gut. Bam, bam, bam. Why are you running? Einfach mal probieren. Genau. Einfach rein da. Was soll passieren? Jetzt hat man von Haus aus die Durchschlagsanzeige bei Worten. Ja, ist auch richtig. Wenn es solche Mods gibt, muss sowas halt integriert werden. Halt sonst zu unfair. Ich verstehe auch nicht, warum sie die Navigator mit dem Kompass noch nicht eingebaut haben. Wie die genau anzeigt, wann es sich noch lohnt mit grünen. Ich glaube, das war immer farblich markiert auch irgendwie. Dass je nachdem, wie der zu dir steht, lohnt sich, umso weiter einlenkt und irgendwann wurde es rot, dann lohnt es sich halt nicht mehr, in dem Winkel Wasserlinie zu halten, dann musst du hochhalten. Ich habe auch noch nicht wirklich nicht verstanden, warum sie die Mod noch nicht integriert haben. Das wäre so eine Mod, die hätte ich schon vor Jahren hier in World of Warships reingebracht. Klar, optional zum Aktivieren. Aber ergibt keinen Sinn, dass die nicht im Spiel ist. Bin ich ehrlich. Müsste eigentlich drin sein. Grün, gelb und rot. Ja, genau. Genau. Kriegt ihr halt einen extremen Vorteil. Weil manchmal kannst du es nicht erkennen oder musst du erst denn auf die Karte gucken. Durch die Kompass-Mod siehst du auch auf eine Millisekunde genau, wann jemand eindreht. Das siehst du sonst nicht. Du musst immer sonst genau auf die Karte gucken. Wie weit war der weg? 12-3. So, wir bleiben jetzt erstmal zu. Du gehst mir auf den Sack. Fahr mal bitte anders. Warum muss ich hier ständig gegen Stalingrads ran? Ich habe schon eine Stalingrad gehabt, die mir auf den Sack gegangen ist. Reicht langsam. Flop, flop, flop. Fängt er schon ein? Nö. Flop, flop, flop. Eher die Ampelmod? Nee. Da auch, klar. Aber das mit den farblichen Markierungen. Ich habe ja eine Zeit lang mal gespielt mit der Navigator-Mod. Und ich weiß noch, dass es farblich immer hinterlegt war. Kaum wurde es rot, wusstest du sofort, okay, ich darf jetzt nicht mehr Wasserlinie halten, sonst prallt alles ab. Bitch, dieses, ich probiere es mal und, ah, Mist, hat nicht geklappt, hast du denn nicht mehr. Außer wenn deine Salve schon unterwegs ist und genau in dem Moment ändert sich der Winkel dennoch so doll. Dann gehe ich noch mit, dann wäre es auch immer noch so. 3-7, schöne Salve. Die Türme vorne, der Winkel ist auch nicht toll bei der Sau. Wir müssen viel zu weit, muss viel zu weit Breitseite zeigen, um die vorderen Türme mitzunutzen. Nur mit den hinteren zu schießen, lohnt sich halt einfach nicht. Das ist zwar verdient gerettet. So einer ist das also. Verstehe. Boing. Zum Glück keine Zieter gefressen. Boah, jetzt kriegst du bloß noch einen Turm nutzen. Mein Gott. Komm, der ist tot. Der muss tot sein. Dankeschön. Endlich kann ich wieder eindrehen. Bin doch eh fast alle durchgehend nur mit HE. Das ist egal. Ist richtig. Bei HE ist es egal. Das ist absolut richtig. Aber gerade im Nahkampf ist es ultra praktisch. Weil manchmal im Nahkampf weiß ich nicht, kann ich jetzt in dem Winkel da vorne durchballern oder nicht. Mit der Mod weiß es halt sofort. Ah, nee, er ist noch zu doll angewinkelt. Das bringt nichts. Boing. Das ist das, was ich meine. Das ist ein zu krasser Vorteil. Müsste schon längst im Spiel integriert sein. Bam, bam, bam. Nicht ohne Grund spielen alle Top-Spieler mit dieser Mod. Nahezu alle. Wenn ich immer die ganzen Shorts sehe von Wovstar, die Zusammenschnitte und hier und da, die meisten da, die Top-Spieler oder Top-Streamer, whatever, die nutzen alle diese Mod. Da haben sie früher auf jeden Fall benutzt.
Fragt man sich natürlich, warum? Braucht man die? Schönste Ausrede ist ja mal, ach, eigentlich brauche ich die gar nicht. Eigentlich brauche ich die gar nicht. Navigator-Mod, ach. Moin, von welchem Mod ist die Rede? Von der Navigator-Mod. Von diesem Kompass, der dir mal genau anzeigt, ab wie viel Grad du noch Breitseite ballern kannst und Co. Da bin ich hier noch offen, weil das scheiß U-Boot noch da ist. Bäh. U-Boot kacke, U-Boot kacke. Fuck it. Na, scheiße, war zu früh. Hätte er klappen können. Ach, Blödsinn, er ist doch eh aufgetaucht. Ach, ich merke mir das immer nicht. Dass der direkt nur funktioniert, wenn der abgetaucht ist. Ich merke mir das einfach nicht. Geil, da ist die Fletcher wieder. Fletcher fährt sich fest. Das ist natürlich nett. Oder auch nicht. Fährt er sich fest? Fährt er sich nicht fest? Entscheidet die Fletcher. Der fährt sich sowas von fest. Angenehm. Das war jetzt natürlich Schwachsinn mit der U-Boot-Überwachung. Und weg ist er. Sauber. Da ist er ja. Da ist er ja, da ist er ja. Und gib ihm. Wenn mich die Mecklenburg jetzt nicht aus dem Leben ballert, ist alles schick. Bitch! Recke. Dankeschön. Er hat einen Fehler gemacht. Hat wohl nicht geskillt, dass er sieht, dass ich Hydro an habe. Aha. Mittlerweile ist der Mod anders. Ja, ich weiß, der wurde irgendwie zusammengezogen, ne? Glaube ich, mit der Ampel-Mod jetzt zusammengezogen. Irgendwie so. Nutze nur die Ampel-Mod. Na, kannst du auch. Ist auch praktisch. Aber die Navigator-Mod finde ich zu krass. Ehrlich gesagt, die Mod, die ich hier oben nutze, ist auch extrem stark. Wo du immer die Gesamtübersicht hast. Du weißt immer, wer wie viel Leben hat. Solange sie deine Erkennbarkeit irgendwo drin sind. Oder von deinem Team. Hallöchen, Minnesota. Dann machen wir mal weiter. Joe Kingley, danke für deine 34 Monate. Hey, Krado, danke für immer die geile Unterhaltung. Aber dein U-Boot-Hass ist manchmal so too much. PSD, Räder für Brustschüsse, mega. Danke nochmal. Gerne doch, Joe Kingley. Und ja, mag sein. Aber so ist es nun mal. So ist es nun mal, so ist es nun mal. Allein, was wir heute Abend schon wieder für U-Boot-Szenen hier gesehen haben, ist es grauen schlechthin. Ich mag World of Warships sehr gern. Ich verbringe sehr viel Zeit in World of Warships. Die U-Boote ist wirklich... Die Integration von den U-Booten war ein Schlag in die Fresse für die gesamte Community. Mal ja wirklich alle CCs, alle Supertests, alle gesagt haben, ey, bring das nicht, das geht gar nicht. Bitch! Tja, hat das Wargaming nicht interessiert. Hätten sie denn gleich auf, halt sie gleich am Anfang rausbringen sollen, gleich auf Hau rauf und raus, aber dieses ewige, über 3-4 Jahre da rumgepatcht und rumgeändert. Das hat halt die Gemüter extrem hochkochen lassen, ne? Und das, was du bei mir hier immer bloß hörst, wie ich mich ärgere über die U-Boote, ist der ganze Frust der letzten Jahre über die U-Boote. Aber bedenkt immer, geht mir nie um die Spieler, die dahinter sitzen. Das könnte mir so egal, ich könnte auch der Niere drin sitzen, mich wegtauben, würde mich genauso aufregen. Das ist mir völlig Latte. Geht mir rein nur um die Mechaniken. U-Boot hast du gerechtfertigt bei der Balance. Ja, sehe ich auch so. Klar, ich übertreibe hier mal ein bisschen. Ich will aber nie im Chat hier beleidigen oder hier fuck, zack oder irgendwas schreiben. Das können andere machen, das brauche ich nicht. Aber ich brühe gerne mal meinen Bildschirm an. Da habe ich gar kein Problem. Vorwärts, wird ihr vorwärts. Animals. Okay. Wird uns gerade Tiere genannt. Wild Animals, please. Ja, ich bin ein wildes Tier. Genauso hat er das bestimmt gemeint, ich bin mir sicher. Mecklenburg, Mecklenburg. Der OP-Freak schon wieder. Habe ich vorhin erst in der Runde gehabt? Der OP-Freak hat vorhin irgendwie so einen Witz gemacht, das ist gar nicht so OP. Oder war das die Runde hier? Ich weiß es nicht mehr. Könnt ihr erklären, warum der die ganze Zeit auf mich schießt hier? Wieso bekloppt er? Weil ich erst einmal spottet war, beschießt er mich. Nicht genug. Busy, busy Bismarck. Bismarck. Busy, busy Bismarck. Langsamer wehren, selber ausweichen, trifft trotzdem. 120 bloß, absolut okay. Viermal nicht durchschlagen bei der Bismarck. Jo, ist klar. Und jetzt brennt er schon. Irgendwas ist auch immer. Irgendwas ist auch immer. Okay. Hünden, Hünden, nehmen wir nicht hin, Burg. Weg zum Burg. Irgendwas mit Burg. Irgendwas war doch mit Burg.
hätten wahrscheinlich schon zu viel Kohle in Entwicklung Ubuntu gesteckt, um sie nicht reinzubringen. Ja, das war ja meine Theorie damals. Die Entwicklung hat ewig viel Ressourcen gekostet, ewig viele Stunden, Mitarbeiterstunden und Co. Monetarisierung war wahrscheinlich auch schon durchgeplant. Die haben bestimmt da, weiß ich, ein 5 bis 10 Jahre Konzept mit den U-Booten schon fertig gehabt. Dass die Integration aber so wirklich schief geht. Die Klasse noch unbeliebter ist als Flugzeuge, Flugzeugträger. Also, boah, das muss ich erstmal hinkriegen. Und dieses Meme so schön, wo alle auf dem Schulhof sind und auf den einprügeln. Und erst auf den CV. Und dann irgendwie, hey Leute, ich bin der Neue. Dann kommt das U-Boot in die Ecke und dann alle so auf das U-Boot so, ich. Und der CV auch. Köstlich. Mobbing an Schulen, total witzig. Nein, ist nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ach, Mecklenburg. Mecklenburg. Habe ich den schon einmal abgefackelt, diese Mecklenburg? Hat der schon einmal durch mich gebrannt? Wie viele Treffer habe ich den jetzt schon gedrückt ohne einen Abfackler? 150 Treffer, 5 Abfackler. Was zum Teufel ist hier nicht richtig? Wir sind hier. Okay. Nice. Gute Sekundäre. Wir gehen noch neben mir. Ist ja lustig. Hydro sei Dank gefunden. Teile waren deutlich schwer zu spielen, als man noch Bug und Hackping musste. Das hätte WG beibehalten sollen. Ja, sehe ich auch so. Wir hatten mal bessere U-Boote. Und ich finde auch, es sollte wieder so sein, dass die U-Boote sich unter Wasser wieder sehen. Dass du unter Wasser mit dem U-Boot rumfährst, auf einmal ist da ein Feind ist und die sehen sich unter Wasser und sind beide offen. Scheiße, wäre ich mal nicht nach vorne gefahren. Weiß nicht, warum sie das rausgenommen haben. Marc-André, so gespielt in Hindenburg. Sau, ja, ich habe 1-6. Immerhin 2 Kills und Admiral Töpitz auch gut dabei. War jetzt auch nicht so eine geile Runde. Also, eine Zicke, die Sau. Wenn das HE nicht zieht, anstrengend. Schwierig, hier auf Schaden zu kommen. 150 Treffer, 5 Abfackler, das ist gar nichts. Und ich habe das absolute Maximum mit, was die Abfackler angeht, muss ich mir mal vorstellen. Das war echt gar nichts. Gerade mal 23.000 durch die Brände. Super wenig, super wenig. Mecklenburg, was haben wir dem gedrückt? 25 Treffer, 9.700. Gut, einen Abfackler hatten wir. Wie habe ich den nicht getroffen? Plus 25? Ich hatte vorher für Hindenburg gespielt. Mit der Hindenburg war es so viel einfacher, die Schiffe, die Gegner runterzuschießen. Wahnsinn. Aber ich kann dieses Schiff nicht, ich kann nicht die Reichweite weglassen. Wenn ich hier die Reichweite weglasse, es ist einfach zu wenig. Aber wahrscheinlich brauche ich das, damit ich dir mit der Hauptbatterie besser liefere. Ich meine, so lahm sind die Granaten aber auch gar nicht und Genauigkeit ist auch on point. Schwierig, schwierig. Sau, ein Schiffchen, was dringend Liebe braucht. U-Boot-Überwachung ist schön und gut, bringt mir ja bloß was, wenn überhaupt mal ein U-Boot dabei ist. Und da das die unbeliebteste Klasse ist im Spiel, sieht man sie nicht so oft. Alles andere, Sau, braucht unbedingt entweder mehr Grundreichweite, dass ich das Modulweg so mitnehmen kann oder irgendwas anderes. Aber man merkt ihr die 8 Jahre, die sie jetzt in World of Warships schon verbracht hat, man merkt sie ihr an und da muss ein bisschen was kommen. Da muss ein bisschen was kommen. Irgendwie eine Verbesserung. Dass sie vielleicht wenigstens ein bisschen agiler wird, ein bisschen tankier, vielleicht die Ruderstellzeit ein bisschen runter. Hauptsache, dass man mit der Sau ein bisschen leichter durchs Leben hier kommt. Wäre ganz schön. Man nicht so oft. Sieht man auch nicht oft. U-Boote im Vergleich zu Schlachtschiffen siehst du U-Boote so gut wie gar nicht. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren. Das war unser Special zur Sau. Eure Kommentare gerne, bin ich gespannt. Spielt ihr die Sau noch? Habt ihr die Sau? Wenn ja, warum spielt ihr sie? Was ist das Tolle für euch an der Sau? Weshalb spielt ihr sie? Weswegen habt ihr sie überhaupt noch? Schreibt es mal in die Kommentare.